Ja, hallo ihr Kekse. Ich bin gerade im Auto, es ist 9:45 und ich fahre auf einen Flohmarkt. Heute Nacht war die Zeitumstellung, das heißt, ich habe länger geschlafen, wir haben alle länger geschlafen. Und als ich vorhin auf die Uhr schaute, dachte ich, naja, es ist kurz nach 8, da kann ich noch auf den Flohmarkt fahren. War aber eine Fehleinschätzung, weil Zeitumstellung, die ich total vergessen hatte. Und jetzt fahre ich trotzdem auf den Flohmarkt, weil ich noch geschaut habe, wo der ist. Und der ist 20 Kilometer weiter weg. Und bei uns sind eh irgendwas so selten Flohmärkte, dass ich gedacht habe, komm, und den kenne ich. Da war ich schon 2-3 Mal und der ist immer schön groß, obwohl ich meistens eigentlich nur ganz wenige Sachen finde und ich auch jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich da irgendwas finden werde. Aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist Ferienanfang, es ist Frühlingsanfang. Man hat halt immer die Hoffnung, dass irgendjemand seinen Keller mal ausräumt und alte Sega- und Nintendo-Sachen rauswirft, vielleicht sogar alte Atari- oder Backtracks-Sachen zu finden sind. Wird meistens enttäuscht, die Hoffnung. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Wie dem auch sei, es ist gleich 9:50 und ja, ich bin auf dem Weg auf den Flohmarkt. Und es gibt vielleicht jetzt meine erste echte Flohmarkt-Folge. Ich schau mal, wie das mit den Filmen wird. Da habe ich keinen Plan, habe ich auf dem Flohmarkt noch nie gemacht und ich habe auch nur mein Handy dabei. Weil war jetzt auch irgendwie total planlos. Wie eigentlich alle meine Videos. Okay, man sieht sich vielleicht gleich wieder. Ciao, ihr Kekse. So, Flohmarkt ist vorne um die Ecke. Ich habe jetzt auch ganz professionell eine Tüte mitgenommen, falls ich wirklich was finden sollte. Mal schauen. Ja, hallo, ich habe sowas gefunden auf dem Flohmarkt. Ich habe Submarine Attack gefunden für das Sega Master System. Das ist ein Game, das ich zu Hause habe, aber ich habe das irgendwie mal gekauft für... ist lange her und es kam dann an, ich habe es aufgemacht und es hat total verschimmelt gerochen und es war auch so halb angeschimmelt, dass ich es... Ich habe es daheim noch in der, in dem Verpackungsmaterial, in dem ich es bekommen habe. Ich habe es einfach wieder zugemacht und habe es nie rausgeholt. Ich glaube, ich schmeiße das alte dann einfach weg. Und beim gleichen Händler, also Händler, Verkäufer, er hat auf jeden Fall ungefähr so, ja, 20 Sega Master System Spiele gehabt und ja, eine Handvoll Mega Drive Spiele. Und da habe ich mir noch das Mickey Mania geholt. Und ja, ihr seht die Preise, er wollte dafür 15 und für das Submarine Tech wollte 7. Wären also 22 geworden. Ja, das wäre zu viel gewesen auf jeden Fall. Aber das Submarine Tech, also
für 22 hätte ich es nicht genommen. Und dann habe ich gemeint, ob er das ein bisschen billiger abgibt. Und letztendlich hat er mir das für 16, also beide zusammen für 16 gegeben, was, denke ich mal, ein guter Preis ist, weil vor allem ich habe das nicht. Und das sieht echt gut aus. Und ja, und das Submarine Attack, das wollte ich die ganze Zeit, weil ist wohl ein Schmapp oder ist ein Schmapp. Und ja. Und ich konnte es halt nicht spielen, weil ich es schon mal gekauft habe und meins halt so schimmelig ist und ich es nicht anfassen wollte. Wie dem auch sei, ich bin jetzt irgendwie guter Dinge. Ich glaube, ich fahre jetzt auch zu dem 15 Kilometer weitergelegenen auch noch ganz schnell. Okay, vielleicht sieht man sich nochmal. Ciao. So, einfach mal in den anderen Ort zu fahren, war jetzt wohl nicht die durchdachteste Idee, weil ich kenne mich in dem Ort nicht wirklich aus und ich habe keinen Plan, wo der Flohmarkt ist. Ich dachte, wenn ich da die erste Abfahrt nehme, dann fahre ich irgendwie durch das Industriegebiet, war aber nicht ganz so. Na, mal schauen, ob ich den noch finde. Ja, ich finde den bestimmt, weil ich bin jetzt bestimmt keine 15 Kilometer hergefahren, um dann den nicht zu finden. Dann im Zweifelsfall muss halt doch das Navi dran glauben. So, genau in dem Augenblick, wo ich aufgelegt habe, also beziehungsweise den Knopf gedrückt habe, um nicht mehr aufzunehmen, kam dann ein Schild Flohmarkt. Nach links abbiegen. Ich war auf der Rechtsabbiegerspur und habe schon nach rechts geblinkt gehabt, aber ging irgendwie. Ich kann mal kurz an den Zigarettenzünder anbauen. Was soll denn das kosten? 25 kostet. So, dieser Flohmarkt war jetzt nicht, der war zwar ziemlich groß, aber irgendwie waren die alle sehr teuer. Und ich habe mir ein was mitgenommen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob der Preis jetzt gut oder nicht so gut war. Und zwar Lufia
Curse of the Sinistrals für 25 Euro. Das Frontcover ist leicht angebleicht. Das Ganze war noch verschweißt. Wir haben es aufgemacht, weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher war, ob die US-Teile auf dem normalen DS funktionieren. Aber wir hatten DS da gehabt und hat es funktioniert. Gehen wir davon aus, dass es funktioniert. Ja, 25 Euro. Ich denke, vom Preis her ist es okay. Aber ich wollte nicht so viel ausgeben eigentlich. Naja, egal. Jetzt habe ich's. Ja, das war's von mir und von meinen Flohmarktfunden. Tschüss, ihr Kekse.